Peace YouTube und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, ihr konntet es dem Titel schon entnehmen. Nach 3 Jahren gibt es das erste LPU. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es war für mich extrem schwierig, weil wie gesagt, das letzte LPU ist 3 Jahre her. Und natürlich habe ich mir in diesen 3 Jahren etwas gekauft. Ist ja klar, Freunde. Ich werde euch nicht alles zeigen, was ich mir die letzten 3 Jahre über gekauft habe. Ich zeige euch primär die Sachen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Und ich zeige euch über die 3 Jahre gesehen die Pieces, die wirklich meine absoluten Favorite Cops waren. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, schnacken wir an der Stelle gar nicht weiter rum. Lasst mir an der Stelle gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Ich würde mich extrem freuen. Comeback is strong und ich würde sagen, wir labern gar nicht weiter rum. Wir starten direkt mit Piece Nummer 1. Als erstes, Freunde, habe ich mir in meinem Düsseldorf-Vlog, wo ich vor gut 3 Wochen war, dieses wunderschöne Another Cotton Lab T-Shirt gekauft. Super cooles Piece, habe ich mir in der Size S gekauft. Ihr könnt natürlich wie immer genau hier sehen, wie das Ganze an mir fittet. Ist tatsächlich nicht zu boxy, deswegen habe ich es auch in der Größe S genommen, einfach weil ich ein bisschen slimmere Tees aktuell tragen möchte, was so auf Umbro angelehnt ist. Finde ich super cool. Das Ganze hat natürlich diese Trikot-Optik, die Nummer 5 mit dem Kaiser. Und ich habe mir sagen lassen, das soll für Franz Beckenbauer stehen. Habe ich für einen 10er eingetütet. Macht man auf jeden Fall nichts falsch und an der Stelle auch, checkt Another Cotton Lab ab. Dann kommen wir weiter zu einem Hemd, Freunde. Und ihr wisst, ich liebe Weekday. Weekday ist natürlich kein Geheimtipp, aber ihr solltet bei jeder Season, wenn Weekday droppt, auf jeden Fall Frauenabteilung abchecken, Freunde. Auch Männerabteilung, checkt einfach den ganzen Store. Und an der Stelle habe ich glücklicherweise dieses wunderschöne Hemd geschenkt bekommen. Leider Gottes nicht von Weekday selbst. Aber Weekday, wenn ihr mir was zuschicken wollt, slidet in die DMs, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Aber ich habe das schöne Shirt hier von meinem Bruder Linus geschenkt bekommen. Wir waren in Barcelona. Von der ganzen Reise kommt da auch noch ein Reel. Deswegen, Freunde, folgt mir auf Instagram. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich wollte einen Tag shoppen gehen. Ich hatte irgendwie nicht so die richtigen Klamotten bei. Und der Bruder hatte dieses wunderschöne Hemd dabei. Und ich meinte so, ey Bro, bitte, bitte, kann ich das anziehen? Ich finde es super, super nice. Ist eine Size M. Er hat dann am Ende des Urlaubs gesagt, Bro, behalt, ich schenke dir das. Super, super krass, ich freue mich sehr darüber. Ist ein sehr cooles Hemd, habe ich schon bei dem einen oder anderen Influencer gesehen. Wenn es dieses Hemd noch geben sollte, Freunde, checkt auf jeden Fall die Bio ab. Da verlinke ich euch alle Produkte, die es noch irgendwo geben sollte oder auch Alternativen dazu. Sollte so um die 40, 50 Euro kosten, wenn ich jetzt schätzen dürfte. Schließt schön auf Gürtelhöhe ab, also ist wirklich das perfekte Sommerhemd. Als nächstes kommen wir zu diesem wunderschönen T-Shirt. Ist eine Brand aus Münster namens Blue, ist ein Kollege von mir. Gibt mir so ein bisschen diese Florenz, Italiano-Vibes. Und auch so ein bisschen, ja, Paschanim-Vibes. Und ja, der liebe Luca hat mir ein T-Shirt geschenkt, worüber ich sehr, sehr happy bin. Ist eine Size L. Und wir haben hier vorne ganz basic einmal Just Relax. An ihm kommt das halt wirklich knackig. Und ich habe gesagt, ey, ich brauche auch so ein Ding. Er hat mir so eins gestellt, beziehungsweise geschenkt. Super junge Brand, wie gesagt. Und ich glaube, er würde sich über euren Support freuen. Deswegen, wenn euch davon was gefällt, Link in der Bio, Freunde. Geiles Teil. Eins meiner absoluten Highlight-Pieces aus dem Jahr, ich halte es kurz und knackig, ist dieses Vulture-T-Shirt. Super krasse Quali. Ich habe es tatsächlich im Nachhinein, also wirklich vor einem Monat erst gekauft. Und zwar von einem Kollegen, der gesagt hat, ey Bro, ich trage es nicht, es ist mir viel zu groß. Ich habe es noch nie angehabt und ich habe gesagt, ey, ich würde es gerne nehmen. Er hat mir einen wirklichen Bruderpreis gemacht. Ich glaube, ich habe 20 Euro bezahlt. Es ist sehr heavy tatsächlich. Also ich finde die Quali davon auch echt cool. Ich habe auf TikTok und Instagram echt schon viele Videos gesehen, wo die Leute gesagt haben, Quali ist Müll und ist Quatsch. Ich finde es super krass. Ich finde den Print krass. Der glitzert so minimal. Also wirklich, wirklich cooles, uniques Piece. Ihr kennt es alle, Freunde. Aber es ist wirklich, wirklich krass. Habe ich in der Nummer 2, Freunde. Sitzt bei mir genau so. Ihr wisst Bescheid, geiles Teil. Dann geht's weiter, sehr speziell, man kann es schon sehen, habe ich einen Pulli geschenkt bekommen, innerhalb der Familie. Ist ein Esprit-Pulli in diesem Silber, Freunde. Sitzt ein bisschen boxier, trotzdem nicht zu lang. Kann man auf jeden Fall hier und da mal polen, gerade für den Herbst, finde ich, kann das einen sehr coolen Look ergeben. Gerade wenn man mal irgendwie abends schicker rausgeht, trotzdem ein bisschen auffallen möchte, ist das auf jeden Fall the way to go. Dann geht's weiter mit einem Sweater, wo ich mich echt drauf gefreut habe. Aber mein Bruder Marvin hat einfach reingeschissen. Bro, was ist das für eine Größe? Also Freunde, ich zeige euch mal einmal ganz kurz. Und zwar hat er mir ein Foto geschickt von diesem knackigen Pulli. Er war in Holland shoppen, hat das Ding gesehen, hat mir ein Foto geschickt, wo er das Ding anhat und meinte, ey Bro, geisteskrank, so ein bisschen Tyler, the Creator Vibes. An ihm sah es übel krass aus. Ihr könnt das Ganze hier einmal sehen. Ich so, ey Bro, bitte bring mir die größte Größe mit. Und der Bruder hat dieselbe Statur wie ich, aber er ist an den Schultern nochmal viel, viel weiter. Also er ist wirklich schon obenrum sehr breit gebaut
Und ich habe gesagt, okay, wenn du die größte Größe hast, wird mir das Ding safe passen. Ihr könnt genau hier einmal sehen, wie das Ding an mir fittet. Das kann ich wirklich, beim besten Willen kann ich das nicht bringen. Ist eine Size M, anscheinend die größte Größe von Amy and Ivy. Ja. Wir machen weiter mit einer Jacke, die ich bei einer Hausauflösung gefunden habe, Freunde. Ja, ihr wisst, ich bin ein kleiner Hunter. Ich liebe das Ganze, das macht mir unfassbar viel Spaß. Und wenn man dann Pieces findet, dann ist doppelt und dreifach 1 plus mit Sternchen. Ihr wisst, wie ich das meine. Und ich habe bei dieser besagten Hausauflösung diese wunderschöne Levi's Denim Jacket gefunden in Bordeaux Rot. Crazy Ding. Die ist auch tatsächlich eine Size M mit einer Schlaghose, schwarzes Tanktop, Gürtel, die Jacke drauf, schließt auch am Hosenbund ab. Unfassbar cooler Fit, super uniker Fit und auch in dem Bordeaux-Rot finde ich einfach super, super schön. Das war's an der Stelle schon zu den Oberteilen. Es geht weiter mit Hosen. Und zwar habe ich mir bei Hose Nummer 1 eine Cargo-Hose gekauft. Und zwar eine Aviation Carhartt Cargo gekauft, die nicht die breiteste ist, also das ist die slimmere Cargo-Variante und fragt mich nicht wieso, ich hatte diese Hose 2-3 Jahre in meinem Kleiderschrank. Was macht man an der Stelle, wenn man kurze Hosen braucht und die lange Hose zu eng ist? Richtig, Freunde, wir customizen das Ganze. Aus dem Grund ist aus der langen Hose diese kurze Hose entstanden mit so Denim-Applikation. Ich habe die hier unten etwas breiter gemacht, beziehungsweise eben Schritt. Hat natürlich so ein bisschen Gallery-Depth-Vibes. Ist auch für mich vollkommen okay. Ich glaube, da hatte ich auf jeden Fall so ein bisschen unterbewusst die Inspiration. Aber super schönes Ding, habe ich diesen Sommer auch extrem viel getragen. Geiles Teil, Freunde, kann man so leider nicht kaufen. Aber ich verlinke euch gerne die Aviation und dann könnt ihr sowas gerne zu Hause selber ausprobieren. Dann kommen wir zu einer Hose, die ich nur kurz anreißen werde, weil ich die eigentlich gar nicht zum Tragen bekommen habe, sondern zum Customizen. Und zwar hat der liebe Ruben von Now Ruby mir diese wunderschöne Hose geschenkt, die ja eine B-Ware war. Die hatte mal so ein viel krasseres Purple-Lila-Fading, also Purple-Pink-Fading. Ich hatte diesen Sommer außer die Camo-Cargo-Hose, die ich euch gerade gezeigt habe, einfach keine Hose. Keine kurze Hose, Freunde. Und die war wirklich perfekt und deswegen habe ich gesagt, hier aus dem Archiv, ich muss die leider nehmen und diesen Sommer tragen. Deswegen, und weil der Ruben so korrekt war, habe ich mir gedacht, ey, ich zeige euch das Ganze. Falls davon noch eine online sein sollte, klar, es ist jetzt Ende Sommer, aber dann verlinke ich euch das Ganze auch. Ich feiere Ruben wirklich sehr, er ist ein sehr, sehr korrekter Mensch und er fährt seinen komplett eigenen Film und das finde ich brandtechnisch immer viel, viel persönlicher, viel, viel geiler. Und ja, Shoutouts gehen raus an Ruben. Bruderherz, danke dir dafür und ja, ich zerschneide die noch, Bro. Dann als nächstes von kurzer Hose zu langer Hose. Vintage, Vintage, Vintage. Ich kann es nur immer wieder sagen, Freunde. Ihr müsst Vintage shoppen gehen und ihr müsst definitiv auch Frauenpieces auschecken. Ich war in Münster bei Vintage Revivals und habe dort diese Damenhose, by the way, von Tom Taylor gefunden. In diesem unfassbar krassen Fading. Checkt ihr das? Das ist so ein Waxed Denim, aber hier auch so Velour-artig. Super, super krasses Ding. Ist tatsächlich auch eine Schlaghose. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, sonst gleich in den B-Roll-Aufnahmen. Unfassbar krasses Teil. Deswegen an der Stelle nochmal, Freunde, mein Appell, geht Vintage shoppen. Okay. Dann kommen wir zu einer ähnlichen Hose wie die gerade, denn es ist auch wieder eine Schlaghose. Beziehungsweise habe ich hier nur Schlaghosen, Freunde. Das ist aktuell meine Wave, auch schon seit 1-2 Jahren. Ich liebe Schlaghosen und vor allem liebe ich die Schlaghosen von Weekday, Freunde. Ist die Weekday Time Bootcut Jeans in diesem Denim Blue beige eingefärbt. Ich habe die online nicht mehr bekommen und habe dafür extra jemanden nach Hamburg geschickt, beziehungsweise jemanden kontaktiert, der in Hamburg wohnt, der das Ding für mich abgeholt hat. Unfassbar schöne Hose, Freunde. Wirklich, die Weekday Time, gönnt euch die. In allen Farben, alles was euch gefällt. Das ist eine unfassbar krasse Hose mit einem wunderschönen Schnitt. Dann habe ich dieselbe Hose nochmal in schwarz und zwar zweimal. Einmal normal schwarz gelassen, genau die in so einem dunklen Denim Jeans. Die habe ich jetzt nicht dabei, aber ich habe hier dasselbe Modell gecustomized für euch dabei. Die fleißigen Zuschauer werden diese Hose auch schon aus meinem Düsseldorf Vlog und aus meinem Week in the Life gesehen haben. Ist eine Custom Time mit Spitze und das Ganze mit Perlen versehen. Unfassbar schönes Ding, Freunde. Ich liebe diese Hose. Und wenn ihr Bock habt auf so eine Custom Pants, dann, Freunde, ihr wisst, müsst ihr mir einfach nur auf Instagram schreiben. Hier hinten habe ich nochmal einmal das Sui Tag. Und wie gesagt, das gute Stück habe ich dann auch nochmal in komplett Blanko-Schwarz. Also dreimal Time plus andere Bootcut Jeans. Ihr merkt, ich bin in diesem Bootcut Film. Ich habe mir wieder eine Custom Pants gemacht. Und das Ding, Freunde, ist wirklich crazy.
Und damit leak ich euch auch schon mal, was so nächstes Jahr so ein bisschen meinerseits eingeleitet wird, klamottentechnisch. Und dementsprechend habe ich mir hier eine Custom Workwear Pants gemacht. Ihr habt hier diese extrem breiten Beine. Also die ist wirklich turbobreit, Freunde. Also das ist kein Spaß. Und das Coole ist, ihr könnt die Hosenbeine abnehmen und euch daraus eine Weste machen aus den Hosenbeinen. Das heißt, es ist ein 3-in-1-Piece. Das ist einmal eine kurze Hose, eine lange Hose und eine kurze Hose mit Weste oder ohne Weste. Also drei verschiedene Pieces in einem. Das Ganze habe ich mit Nele von Isati zusammen gemacht. Deswegen auch hier einmal unsere beiden Tags. Mit meinen Bottega Veneta Tire Boots ist das auf jeden Fall der Fit, Freunde. Im Winter mit einer breiten Bomberjacke. Dann machen wir einmal weiter mit den Accessoires. Wir fangen an mit einer wunderschönen Sonnenbrille von Ray-Ban, Freunde. Ich habe lange eine Sonnenbrille gesucht, habe über die Zeit einfach super viel Geld für billige Brillen ausgegeben. Aber ich habe jetzt den Entschluss gefasst, ich will eine Brille, die ich einfach auch mal lange tragen kann, die zeitlos ist. Und deswegen habe ich mir dieses Racing-Gestell gekauft. Das ist so eine schnelle Brille, würde ich jetzt fast behaupten. All Black, Kunststoff. Was sagt ihr? Bin ich schnell? Einfach schönes Piece. Deswegen... Die werde ich auf jeden Fall lange tragen. Als nächstes fast eins meiner Highlight-Pieces von meinen Accessoires, einfach weil ich es jeden Tag trage, seitdem ich es mir gekauft habe. Und da gehen die Shoutouts raus an Dennis Rana. Hier einmal sein Instagram eingeblendet. Ich habe das nicht geschenkt bekommen, ich habe es mir gekauft. Ist dieses wunderschöne Portemonnaie, was man sich so umhängen kann, Freunde. Ich liebe es. Es ist so clean gemacht, so schönes Leder. Es funktioniert alles perfekt, zeitlos, klassisch. Geiles Teil, der Bruder macht wirklich, wirklich, wirklich stabile Sachen. Ich glaube, die kosten 50 Euro, aber glaubt es mir, Freunde, seitdem ich das habe, trage ich nichts anderes mehr. Also ich habe kein Portemonnaie, ich habe hier alles dabei. Leder, Band, also wirklich sehr hochwertig. Dennis Rana, check den Bruder aus. Und an der Stelle auch noch ein anderes Piece, unfassbar krass, ist dieser Gürtel, Freunde, den ich mir eigentlich auch kaufen wollte. Ich habe aber leider, oder was heißt leider, für mich eigentlich gut, weil ich Geld gespart habe, aber ich habe in einem deutschen Roten Kreuz Store einen ziemlich ähnlichen Gürtel gefunden für 1 Euro. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich gehe mit dem, ich mache mir meinen eigenen Gürtel draus, weil der mir viel zu kurz ist. Dann machen wir einen Custom-Gürtel draus mit Animal Print. Dann haben wir ein Piece und auch das trage ich, seitdem ich es gekauft habe, jeden Tag von 99, also 99 TH Floor. So heißt die Brand, Schmuckmarke aus Berlin. Super, super coole Pieces. Ist tatsächlich noch nichts von online. Ich kenne den Bro und habe gesagt, ey, ich würde gerne was von dir kaufen. Kann man das machen? Er hat mir dieses Armband zugeschickt und ich habe gesagt, ey, ich brauche ein Armband. Perfekt. Würde ich gerne haben. Und da ist jetzt ganz wichtig, ihr müsst dem Bro folgen, weil ich habe die Produktpalette gesehen, die Samples gesehen, was rauskommen wird. Unfassbar. Also wirklich so unique Pieces aus Silber. Checkt sein Instagram ab. Cooles Teil. Ich liebe es wirklich. Ich trage es jeden Tag. Ein wunderschönes Armband, was ich mir gleich nach dem Dreh direkt wieder an mein Handgelenk schneiden werde. Dann kommen wir wieder zu einem Piece, das die fleißigen Zuschauer unter euch schon kennen sollten, die meinen Düsseldorf aka Colors Vlog gesehen haben, schon kennen sollten. Und zwar ist es diese Balaclava in diesem Grau, Dunkelgrau, geht fast so ein bisschen in die Richtung Khaki. Super geiles Teil für den Winter. Ich finde den Look, den Pinkus und seine Jungs machen, einfach unfassbar schön. Und dementsprechend habe ich dann beim Pop-Up gesagt, ich kaufe mir das Teil. Ich hatte tatsächlich auch noch eine Jacke in Aussicht, aber ich war mir unsicher, Freunde. Und dementsprechend wollte ich keinen Krampfkopf machen, sondern habe mir diese Balaclava geholt, die ich schon länger haben wollte. 20 Euro, also kann man echt nicht meckern. Als nächstes kommen wir zu einer One-of-One-Bag von einer Freundin von mir namens Pommes Avec Mayo. So ist nicht ihr Name, sondern der Name ihrer Brand. Sie upcycelt alte Materialien. Autoleder, keine Ahnung, irgendwelche alten Taschen, Stoffe, alles Mögliche. Und sie hat mir aus diesem alten Ledersitz, war das glaube ich, es war ein alter Autoledersitz, diese wunderschöne Tasche gemacht. Beziehungsweise hat sie mir die nicht gemacht, sie hat die für sich gemacht oder für ihre erste Kollektion. Und ich habe gesagt so, ey, ich brauche dieses Piece, bitte, bitte, kann ich dir das irgendwie abkaufen? Ich habe mir das Ding gekauft und ich liebe sie. Das Einzige, was ich an der Tasche selber noch verändern muss, ich brauche einen Gurt, der von hier einmal rüber nach hier läuft. Weil ich die so, ja, ich... mag das nicht, den ganzen Tag so eine Tasche in der Hand zu haben und dementsprechend so eine Shoulderbag. Auch mit einem schwarzen Ledergurt, der perfekt dazu passt, ist die einfach für mich alltagstauglicher und dementsprechend muss ich da noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber super schönes Piece, auch das Tag in der Innenseite mit dieser goldenen Schnalle. Ihr seht es hier einmal eingeblendet. Unfassbar schön, auch da gerne abchecken. Pommes Avec
Mayo. Das Ding habe ich euch tatsächlich auch schon auf Instagram gezeigt, aber ich zeige es euch natürlich hier nochmal. Und zwar ist es ein unfassbar schöner New Balance Schuh, der 1906R in der Zusammenarbeit mit Comme des Garçons. Wirklich unfassbar schön. Ich habe das Teil zum Geburtstag bekommen. Ihr seht, der ist noch ungetragen. Ich muss den auf jeden Fall jetzt noch tragen. Ich habe tatsächlich vergessen, dass ich den habe. Einfach weil der die ganze Zeit hier im Büro stand. Aber ja, Freunde, das schwarz-weiße Colorway, super, super schönes Ding. Das Leder, die Qualität, die Comme des Garçons Collabos sind sowieso immer von der Qualität hochpreisiger. Dementsprechend lohnt es sich auch, dafür Geld auszugeben. Und zur Qualität von Comme des Garçons Schuhen, Air Force One, CDG, beiges Colorway, ihr wisst Bescheid. Ich bin großer Verfechter von den Comme des Garçons Collabos. Kommen wir zum letzten Piece. Und ihr denkt euch jetzt, hä? Was hat der da in der Hand? Freunde, ich habe das Glück gehabt, dass ich ein Plakat bekommen habe. Und die ein oder anderen von euch haben gesehen, dass Tyler, the Creator, Teil der neuen Supreme-Kollektion war, beziehungsweise des ersten Fall-Winter-Drops. Überall, wo ein Supreme-Store ist, hingen diese Plakate. Und ich hatte das Glück, dass ein Kollege mir eins besorgt hat. Ganz Berlin war leer. Und er hat mir eine XXL-Variante davon besorgt. Freunde, ich kriege es gar nicht auf die Kamera. Das Ding ist 1,20 breit und 1,70 Meter hoch. Sehr empfindlich, er hat es mit sehr viel Liebe abgemacht. Aber es ist trotzdem hier und da extrem kaputt. Aber das Ding wird eingerahmt und dann in die Wohnung gehängt, Freunde. Ich finde es so, so krass. Und an der Stelle, Freunde, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wir beenden an der Stelle das Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich extrem freuen. Checkt auch gerne alle Links in der Beschreibung. Folgt mir auf Instagram, Freunde. Und ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich dafür einen Bilderrahmen bekomme. Und ich habe geguckt, 500 Euro, Freunde, für einen Bilderrahmen. Hä? Freunde, wir sehen uns in einem nächsten Video. Haut rein. Peace. Super Video.